Der Bauinfotag, AGV Bau. Ja. So, hier sind wir bei der Firma Engel. Wenn Sie sich kurz vorstellen. Ich bin Stefanie Eckert von der Dachdeckerei Engel in Büdingen. Mit Geschäftsführerin und in der vierten Generation besteht unser Betrieb seit über 100 Jahren, immer in Büdingen. Ja. Und Sie sind jetzt in welcher Generation? In der vierten? Ich bin die vierte Generation. Mein Urgroßvater. Ich zeige Sie mal, die vierte Generation, da steht sie, ja, wunderbar. Das heißt, Sie haben, was für einen Betrieb haben Sie, ganz genau? Sie machen was? Was im Gewerk? Dachdeckereibetrieb. Okay, prima. Und Sie suchen auch Azubis, oder? Wir suchen auch noch Azubis. In welchem Beruf? Im Dachdeckerberuf. Im Dachdeckerberuf. Ja. Und das wird auch hier gezeigt, was hier alles so zu tun ist. Mhm. Was sehen die jungen Leute hier, wie man lötet zum Beispiel? Hier warm. Können Sie mal ausprobieren, wie eine Lötnaht geschweißt wird. Okay. Und der junge Mann ist im zweiten Ausbildungsjahr. Und hier können die jungen Leute mal selbst ausprobieren, wie es funktioniert. Und ist auch sehr gut angekommen. Es macht Spaß. Das heißt, es ist einiges zu tun als Dachdecker, oder? Das heißt, es sind verschiedene Materialien, es sind verschiedene Bereiche, sehr abwechslungsreicher Beruf. Man macht, deckt Ziegeldächer ein, Flachdächer, auch Balkonen, Balkonsanierung gehört mit dazu. Und die ganzen Blecharbeiten am Dach, Kleppenarbeiten, umfasst auch das Dachdeckerhandwerk. Prima. Ja. Das gibt es doch schon ewig, Dachdecker, oder? Dachdecker gibt es schon seit Jahrhunderten und wird auch immer bestehen bleiben. Ein Beruf, der nicht ausstirbt. Macht Sie das stolz, Dachdecker zu sein? Ist das ein goldenes Handwerk? Ist ein goldenes Handwerk immer noch und kann auch nicht durch Maschinen oder Roboter ersetzt werden. Also der Dachdecker ist auch ein zukunftsträchtiger Beruf und wird es auch bleiben. Wenn ich mich bewerben möchte, bei Ihnen direkt oder auf die Homepage gehen per Mail oder wie läuft es? Darf man anrufen? Man kann anrufen, kurz einen Termin vereinbaren, Vorstellungstermin oder auch über die Homepage, unsere Homepage, über unsere Webseite. Also das ist ganz einfacher Weg. Einfach erreichen. Ja. Dächer und Fassaden Engel, einfach googeln. Sie sitzen hier auch hier in Saarbrücken, Güdingen. In Güdingen, direkt in der Nähe vom Globus. Vom Globus, ja. Globus Aldi da unten in der Ecke, da an der Straße, gell? Richtig. Gegenüber vom Aldi. Ja. Super, da sieht man Sie auch sehr, sehr stark. Wenn Sie mir noch kurz sagen, mit wie vielen Leuten Sie arbeiten nochmal? Wir haben 20 Mitarbeiter. 20 Mitarbeiter, klein und fein, richtig? Ja, auf ein mittelgroßer Dachdeckerbetrieb. Genau. Mhm. Super, haben Sie vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Azubi-Suche. Ja. Sie da draußen, wenn Sie Dachdecker werden wollen, gehen Sie zur Firma Engel. Dankeschön. Ja, danke.